In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, was man mit einem Potentiometer nicht machen sollte. Nebenbei werden Sie erfahren, wozu wir ein Poti verwenden, wie es aufgebaut ist und was Sie aus dem Datenblatt lesen können. Fangen wir mit unserem Versuch an. Ich habe hier eine schöne Leuchtdiode. Wir wissen, dass wir für die LED immer einen Vorwiderstand verwenden müssen, um ihren Strom zu begrenzen. Und je mehr Strom durch eine LED fließt, umso heller leuchtet die Diode. Ein Potentiometer ist ein Widerstand, dessen Wert ich durch Drehen an seiner Achse beliebig verändern kann. Prima! Dann nehmen wir doch anstelle des Vorwiderstands für die LED einfach gleich das Potentiometer. So lässt sich die Helligkeit stufenlos einstellen. Wäre doch klasse. Die Schaltung ist gleich gesteckt. Vom 5-Volt-Netzteil auf das 10 Kiloohm Potentiometer, danach auf die Leuchtdiode und zurück nach Ground. Fertig. Einschalten. Die LED leuchtet noch nicht. Aber wenn ich jetzt daran drehe, doch halt, vielleicht sollten wir erstmal einen Blick in unser Datenblatt werfen. Im Datenblatt finden wir viele interessante Angaben. Electrical und Mechanical Specifications, die Kennlinie, die technischen Zeichnungen der Gehäuseform, sogar das Schaltbild. Aber was uns eigentlich interessiert, ist die erlaubte Verlustleistung. Die ist bei den Electrical Specifications angegeben. Fast ganz oben. Und sie beträgt 0,05 Watt. 50 Milliwatt? Das ist jetzt nicht wirklich viel. Fangen wir mal an zu rechnen. P, die Leistung, ist U-Quadrat. Durch R. Also ist U die Wurzel aus P mal R. R ist der Nennwiderstand, 10 Kiloohm. P, die Verlustleistung, die erlaubte, sind 50 Milliwatt. Also U ist 22,36 Volt. Puh, Glück gehabt. Wir arbeiten mit 5 Volt. Da können wir doch 22 Volt niemals erreichen. Nur, woher kommt bloß dieses seltsam duftende Rauchwölkchen? Gehen wir noch einmal in uns. Das Potentiometer hat einen Widerstand von 10 Kiloohm. Das ist der Nennwiderstand. Der wird durch diese gebogene Kohlebahn gebildet, die von Pin 1 nach Pin 3 läuft. Und deren Widerstand ist immer konstant. Der Nennwiderstand. 10 Kiloohm. Wir brauchen aber doch einen veränderbaren Widerstand. Dazu verwenden wir diesen Schleifkontakt. Pin 2. Der Schleifkontakt trennt den Nennwiderstand in zwei Teile. Einen Teil, den wir tatsächlich benutzen, und einen ungenutzten Rest. Durch diesen Teilwiderstand fließt kein Strom. Wohin auch? Er ist ja nicht einmal angeschlossen. Strom fließt nur durch den benutzten, den roten Teil der Widerstandsstrecke. Und da fangen Sie an, unsere Probleme. Die 50 Milliwatt erlaubte Verlustleistung gilt für die gesamte Strecke. Für eine helle Leuchtdiode brauchen wir einen Widerstandswert von etwa 150 Ohm. 150 Ohm sind 1,5% von 10 Kiloohm. Der Schleifkontakt muss also auf 1,5% der Widerstandsstrecke stehen. Durch diese 1,5% fließt Strom. Der Rest wird nicht genutzt. Leider vertragen diese 1,5% aber auch nur 1,5%
der erlaubten 50 Milliwatt. Da bleiben uns noch lächerliche 750 Mikrowatt. Wer mein Video über die Leuchtdioden gesehen hat, weiß, dass über dem Vorwiderstand etwa 3 Volt abfallen werden. Die Verlustleistung im 150 Ohm Vorwiderstand beträgt wieder P gleich U Quadrat durch R, also 3 Volt zum Quadrat durch 150 Ohm und das sind 60 Milliwatt. Das ist zwar nicht viel, aber doch das 80-fache dessen, was unser armes Potti ab kann, wenn es auf 150 Ohm eingestellt ist. Und es kommt noch dicker. Wenn wir an unserem Potti drehen, woher wissen wir denn, dass wir unsere 150 Ohm für die LED schon erreicht haben? Weil sie so schön hell leuchtet? Noch ein klitzekleines bisschen weiter und sie leuchtet noch schöner, noch heller. Nur leider nicht lange. Keine Angst, kleine LED, das Potti stirbt als erstes. Es passt auf dich auf und schützt dich, kostet aber auch das 20-fache. Was der gute Mechatroniker also nicht macht, ist dieses. Erst recht nicht dieses. Und nicht einmal das ist okay. Auch wenn man glaubt, dass doch alles so schön funktioniert. Denn das Potti sieht danach so aus. Und wenn ich mein gutes Potti dann wirklich benutze, so wie es sein sollte, und in meinem Arduino eine Spannung von 0 bis 100% einlesen kann, wundere ich mich mit dem verbrannten Potti, warum ich 100% noch erreiche, 0% aber nicht mehr so recht klappen wollen.